Also das hätte ich nicht gedacht. Dass 2000 Mann wirklich bis zum Schluss so ruhig halten, das war klasse. Ja, fand ich auch. Das war wirklich klasse. Tom Beck, ja. Man kennt Sie als Schauspieler, man kennt Sie als, ja, als Kommissar, als Polizist und so weiter. Aber heute sind Sie ganz andere Missionen unterwegs. Sind Sie nun eher ein singender Schauspieler oder ein schauspielender Sänger? Ja, das ist eine Frage, die ich sehr selten gehört habe bis jetzt. Also, aber tatsächlich fällt mir nie die richtige Antwort darauf ein. Also ich bin eigentlich im Herzen Musiker schon immer gewesen. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen. Und dann Orgel, so klassisch Heimorgel, das war bei uns auf dem Dorf wahnsinnig angesagt damals. Jedenfalls 19 in den 80ern und später 80er. Und dann habe ich dann Klavier gespielt und dann erste Bands gehabt und so. Und dann wollte ich irgendwas mit Musik machen, aber für ein klassisches Klavierstudium hätte ich viel mehr üben müssen. Das wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich gedacht, machen wir irgendwas, was so ein bisschen alles vereint. Und dann habe ich Musical studiert. Und dann bin ich über Umwege erst dadurch durch das Schauspieltraining oder durch den Schauspielunterricht da erst zur Schauspielerei gekommen. Und dann wurde ich irgendwie Schauspieler. Aber irgendwie bin ich immer schon erst Musiker gewesen. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, woran arbeiten Sie gerade? Musikalisch oder mehr jetzt auch wieder? Drehen Sie zurzeit oder was liegt zurzeit an? Ja, der Fokus war dieses Jahr schon wieder stark auf der Dreherei tatsächlich. Also ich habe jetzt zwei 19-Minuten gedreht für Sat.1, einen Kinderkinofilm, Liliane Suse winkt, nächstes Jahr im Kino, müssen wir auch machen. Und jetzt drehe ich dann wieder für Einstein, Sat.1-Serie, wieder ein paar Folgen ab Montag. Also morgen geht es direkt nach Köln und dann geht es am Montag auch schon los. Ja. Und Alarm für Gruppe 11 ist vorbei? Alarm für Gruppe 11, ja, ich werde immer gerne gefragt, ob ich mal wiederkomme. Ich komme gerne wieder mal zurück, auch für einen Tag. Für eine Tagesrolle, aber für immer dann doch nicht. Also ich habe mir das schon gründlich überlegt damals, den Ausstieg, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es waren 5,5 Jahre. Ich bin froh, dass noch alles dran ist, ehrlich gesagt. Es waren schon teilweise da wilde Sachen dabei. Also ich wach wirklich noch nachts auf und mir kommen so ein paar Stunts durch den Kopf, wo ich dann denke, warum habe ich das gemacht? Also so ein Helikopter hängen, irgendwo auf so einer Staumauer stehen, wo es dann hinter dir 30 Meter runtergeht und du bist nicht gesichert und du denkst dir, warum habe ich das gemacht? Aber also von daher, toll, 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 ist alles noch dran. Und, es war toll. Es ist nicht vergleichbar natürlich, es gibt nichts Vergleichbares. Es ist die einzige Action-Serie in Europa. Und, ja, aber es ist vorbei. Und ich bin zurück. Und jetzt hören wir ein, wie ich finde, besonderes Stück. Ja, finde ich auch. Also es ist, das hat einen sehr langen Titel, der längste Songtitel der Welt. Ich will doch nur, dass du alles bist, aber ich wusste auch nicht, wie ich es sinnvoll abkürzen kann. Und der ist auf meinem letzten Album, das ist 2015 rausgekommen und heißt So wie es ist. Kann man auch bei iTunes kaufen. Und, oder irgendwo anders. Jetzt arbeite ich gerade halt noch an einem aktuellen Album für dann hoffentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, mal gucken, wenn es die Zeit so hergibt. Aber nee, der Song liegt mir sehr am Herzen und wie gesagt, der heißt Ich will doch nur, dass du alles bist. Und meine Damen und Herren, es haben mich so viele in der Pause gefragt, kriegen wir ein Autogramm von ihm? Er ist gerne bereit, nach der Show hier oben in unserem Zelt bei der Burgdorf Philharmonie, Sie kriegen alle eins, wenn Sie eins wollen. Tom Beck! Ich höre so gern deine Stimme.
Manchmal redest du ein bisschen viel. Und da frage ich mich leise, was ich eigentlich von dir will. Denn eigentlich ist alles gut. Ich will alleine sein, doch am liebsten mit dir. Ich habe keine Angst, dich zu lieben, bis meine Räuberbraut und mein trautes Heim. Ich will doch nur, dass du alles bist. Vielleicht werden wir gemeinsam alt. Du bist die Mutter meiner Kinder. Wir machen frühestens vor dem siebten Halt. Doch jetzt stehst du mit deinen Tränen. Mich an, ich müsste so gern erklären, doch ich glaub nicht, dass erklären das erklären kann. Denn eigentlich ist alles gut. Ich will allein.